So, hallo meine YouTube- und Twitch-Freunde, grüßt euch. Ja, zum letzten Video der Klassen. Okay, wir haben noch den Demon Hunter, wobei ich nicht glaube. Gut, ich denke, wir sprechen den Demon Hunter schon eben durch. Wobei ich das einfach, da kann man halt echt nicht, kann ich es echt nicht einschätzen. Aber ich denke, ich gebe mal kurz meine Meinung zu den Karten ab. Ich habe mich, wenn ich ehrlich bin, nämlich wirklich mit dem Demon Hunter ganz, ganz, ganz wenig beschäftigt. Weil es irgendwie einfach nicht meine Klasse ist, glaube ich. Insofern, ja. Aber gut, von den Standardklassen. Die letzte. Der Krieger, Leute, ja, eine Klasse, die mir grundsätzlich viel Spaß macht, wenn man sie kontrolliert spielen kann. Ja, die Primes haben wir besprochen. Kargav ist ein sehr cooler Prime. Er hat Rush, also auch ein sicherer Prime, den man direkt traden kann. Der also auf jeden Fall sterben kann, wenn man möchte. Ja, das ist eine sehr gute Sache. Insofern, ja, ich würde sagen, natürlich ist es eine Kontrollkarte. Logisch, also in einem Kontrollwori auf jeden Fall spielbar. Aber keine Frage, auch in einem Tempo, Midrange-Deck, keine Ahnung, also der ist einfach immer gut. Insofern wird er wohl in den meisten Worries auftauchen, aber in einem Kontroll-Worry auf jeden Fall. So, kommen wir zur ersten neuen Karte, das Bulwark of Athinoth, also das Bollwerk von Azinoth. Ja, sehr coole Karte, damals schon in, also das Artwork alleine schon, damals aus BC, das Schild, was jeder Krieger oder jeder Tank, der was von sich gehalten hat, hatte. Whenever your hero take damage, this loses one durability. Also, wenn du Schaden bekommst, dann verliert das Ding eine Haltbarkeit. Das heißt, für 3 Mana, also 3 Mana, 1-4er Satz. Das heißt also, gegen ein Token-Deck, der Gegner hat 4 1-1er auf dem Feld, die greifen dich an und du verlierst statt 4 Leben, verlierst du 4 Haltbarkeit. Ist die Karte dann gut? Nein, die Karte ist dann total kacke. Aber das ist ja der absolut schlechteste Fall. Und im absolut schlechtesten Fall wäre es also 3 Mana, heil dich um 4. So könnte man es dann quasi sagen, 3 Mana, heil dich um 4. Ist zumindest immer noch okay. Also ich meine, natürlich ist das nicht gut, aber ne? Es hat irgendwas gemacht. Aber das ist der absolut, absolut schlechteste Fall. Und wenn man die Karte, man spielt die Karte ja so, dass man meint, man kriegt ein bisschen Value. Das Ding kann aber auch genauso gut sein. 3 Mana heil dich um 25. Du kriegst einen Pyro in die Fresse, der dir keinen Schaden macht. Du kriegst Edwin Van Cleef, haut dir für 10 ins Gesicht. Also du spielst gegen den Schurken. Der Schurke spielt den 8-8er Van Cleef Turn 3 oder einen 10-10er. Und du hast das Ding und hast halt 3 oder 4 Turns dann Zeit. Oder sagen wir mal 2 Turns mehr Zeit. Weil zweimal Van Cleef in das Schild haut und nur ein und keinen Schaden macht. Du hast halt in der Zeit ja, genug Mana für einen Brawl oder genug Mana für, oder genug Rüstung für einen Schildschlag angesammelt, keine Ahnung. Das ist die Möglichkeit. Wie gesagt, also sagen wir mal, es gibt irgendwelche Burn-Strategien oder es gibt irgendwelche Combo-Strategien. Also der Gegner spielt Maligos. Du weißt, nächste Runde kommt Maligos, nächste Runde will er mit Maligos den Finisher machen. Ich spiele das Schild, bam. Mondfeuer macht trotzdem keinen Schaden, Swipe macht trotzdem keinen Schaden. Also gegen Combo-Decks, die Schaden, also gegen Combo-Decks, die 3, 4, 5 Spells dir ins Gesicht schießen und dich damit töten wollen, kannst du das damit verhindern. Gegen Midrange-Decks einfach 3, 4 Angriffe von einem 3, 4, 5 Mana-Diener, 3, 4, 5 Angriffsdiener, dann sind das halt 3 Mana und ich teile mich um 15. Auch super. Also ja, diese Karte wird nicht immer gut sein, diese Karte wird. Wie gesagt, die wird auch manchmal einen nur um 4, 5, 6 heilen. Aber genauso gut kann sie auch super sein, dich um 20 heilen. Die kann auch ein OTK kann die verhindern. Ja, gegen Shirvala-Paladine oder gegen Maligos-Druiden. Jetzt mal, oder Maligos-Schurken, keine Ahnung, wäre die Karte zum Beispiel nice. Wenn du einigermaßen weißt, okay, jetzt kommt wahrscheinlich die Combo. Ja, also coole Karte, sehr flexibel einsetzbar, gefällt mir richtig gut. Wie gut sie dann am Ende im Game ist, muss man sehen. Aber die Idee finde ich cool und ich glaube, sie ist auch tatsächlich nicht so schlecht. Ja, aber wie gesagt, natürlich hat sie auch Situationen, wo sie nicht gut ist, ne? So, kommen wir zur nächsten Karte. Ein 3-Mana 1-10. Ich glaube, die Stats gab es auch noch nie. Ne? 3-Mana 1-10. Battlecry, choose a enemy minion, battle it to the death. Okay, das heißt, man greift sich so lange an, bis ein Diener tot ist. Das Ding hat nur einen Angriff. Das heißt, wenn du einen Diener angreifst, der 5-5er Stats hat, greifst du es zweimal an. Der 5-5er hat 5-3er Stats. Und
Ja, und das Ding ist tot. Ist natürlich totaler Schwachsinn. Aber genauso gut, du spielst das Turn 3, der Gegner hat einen 2-3-Mana-Diener auf dem Feld, du battlest ihn to death, das heißt, für 3 Mana hast du einen 2- oder 3-Mana-Diener getötet und das Ding lebt noch mit 2, 3, 4 Leben, keine Ahnung, je nachdem, wie viele Angriff das hatte. Dann hast du 3-Mana-Removal und du hast noch einen Diener auf dem Feld. Ist das okay? Ist völlig okay. Du spielst das Ding gegen den Lecky. Der Gegner hat einen Lecky auf dem Feld, du spielst das Ding, dann liegt das Ding als 1-9er noch auf dem Feld und ist total nervig. Du kannst es dann buffen. Theoretisch kannst du es mit, wenn ein Diener Schaden bekommen hat, plus 2, plus 2 oder was, ne? Oder ist es plus 3, plus 3? Also auf jeden Fall, der Krieger hat irgendeinen Buff für angeschlagene Diener. Theoretisch könnte man den dann buffen. Du spielst es auf dem Lecky, das Ding hat 1-9er Stats, du buffst es plus 2, plus 2. Oder ist es sogar plus 3, plus 3, ich weiß es gar nicht. Dann hat das Ding auf jeden Fall 3-11er oder 3, oder 4-12er Stats oder irgendwie sowas. Für 5 Mana. Das wäre zum Beispiel eine Kombination, also wir spielen, ein Lecky töten, das Ding hat 1-9 und dann buffen. Wäre zum Beispiel übel. Du kannst es mit Battle Rage spielen, also du greifst einen Diener an, das Ding hat dann Schaden, du tötest den Diener und du spielst Battle Rage, um eine Karte zu ziehen, also um noch eine Karte mehr zu ziehen. Also allgemein, das Ding ist eine gute Early-Game-Karte, um guten Early-Game einen Diener wegzutraden und dann selber noch auf dem Feld zu sein. Und dann hat es noch Kombinationsmöglichkeiten mit Card Draw, mit Buffs. Ja, sehe ich sowohl natürlich in einem Control-Worry oder vielleicht aber auch in einem anderen Deck, was wirklich darauf Wert legt, dass du Diener hast, die Schaden nehmen. Und Galakrond, auch Galakrond-Worry gibt es noch, Leute. Wenn das Ding mit Galakrond gezogen wird, hat das 5-15er Stats. Ziehst du den mit Galakrond 5-15er Stats? Und dann der Effekt. Also du tötest einen Diener sofort ja logischerweise oder und dann hat das Ding immer noch, keine Ahnung, 5-8 oder 5-7 oder 5-10, was weiß ich. Ja, das ist übel. Ist flexibel, ist lustig, mir gefällt die Karte und ich bin mir sicher, sie wird irgendwie gespielt. So, Bladestorm, Leute. Ja. Deal one damage to all minions, repeat until one dies. Die Karte ist interessant, die Karte ist witzig und auch die Karte hat Potenzial gut zu sein und die Karte hat Potenzial total kacke zu sein. Wenn der Gegner ein Board hat mit einem schwachen, einem mittleren, einem starken Diener, ist die Karte natürlich totaler Müll. Du spielst sie, die Karte macht 2 Schaden, der schwache Diener stirbt und der 8-8er ist noch im Feld mit 8-6er Stats. Der Gegner hat aber 4-8-8er auf dem Feld. Ja, du spielst die Karte. Alle Dinger sterben. Nehmen wir mal den Prime vom Hunter. Der Prime vom Hunter ist super duper schwer zu clearen. Aber alle haben die gleichen Stats. Und selbst wenn der Prime vom Hunter 4x 16, 16 aufs Feld kommt, spielst du die Karte und das Ding macht alle 4 tot. Also die Karte hat Potenzial, ultra, 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 ultra stark zu sein, je nach Board. Oder die Karte hat natürlich das Potenzial, ultra, ultra schwach zu sein, je nach Board. Also gegen Token-Druiden jetzt zum Beispiel wäre sie gut. Sie klärt halt die Tokens einmal. Gegen Zulok ist sie wahrscheinlich auch nicht schlecht. Ich meine, auch gegen Zulok kann sie schlecht sein. Wenn da ein einziger Diener mit einem Leben ist und der Rest hat 2 oder 3 Leben, ist sie auch gegen Zulok schlecht. Aber sie kann ziemlich gut sein gegen Zuloks. Also ja, die Karte ist flexibel. Sie kann theoretisch 4-12er Drachen töten. Wenn da 2, 3, 4-12er Drachen auf dem Feld sind, tötet sie alle Drachen. Aber genauso gut kann es sein, dass da wieder ein Schwacher liegt, der macht alles kaputt und du ärgerst dich. Die Karte ist tot auf deiner Hand. Ich denke trotzdem, dass man die Karte spielen wird, weil sie halt auch total stark sein kann. Also zum einen gut gegen Token-Decks, wenn es die gibt, wird die Karte mit Sicherheit gespielt. Sie kann aber auch so stark gegen dicke Diener sein. Und last but not least, sie aktiviert zumindest auf jeden Fall die Plage des Zorns. Also die Plage vom Krieger, die alle angeschlagenen Diener tötet, die aktiviert sie auf jeden Fall. Das heißt, du hast statt Wirbelwind. Es gibt ja jetzt Kriegerdecks, die spielen Wirbelwind. Und Wirbelwind ist jetzt auch nicht so toll. Dann spielst du statt Wirbelwind, spielst du halt die Karte, weil die Karte das Potenzial hat, noch richtig, richtig geil zu sein. Und im schlechtesten Fall ist es halt ein Aktivator für die Plage des Zorns. Also ich bin mir nicht sicher, ob man die Karte zweimal spielt, aber ich kann mir vorstellen, einmal wirst du sie fast, wahrscheinlich in fast jedem Deck sehen. Zumindest in einem Control-Worry. Außer es stellt sich heraus, dass die in 9 von 10 Fällen schlecht ist. Wenn sie in 9 von 10 Fällen schlecht ist, spielt man sie vielleicht nicht. Ja, aber ich meine, im allerschlechtesten Fall,
im allerallerschlechtesten Fall ist es ein Wirbelwind, der 2 Mana mehr kostet. Das ist natürlich schlecht, aber im schlechtesten Fall ist sie das. Und das ist also ist jetzt auch nicht ganz dramatisch. Und im besten Fall kann sie halt dir das Game gewinnen, wenn sie das Board cleart, was unclearbar wäre ohne die Karte. Also ja, sehr, sehr situationsbedingt, aber eine coole Karte, weil sie halt. Der Gegner kann auch drüber nachdenken. Wenn der Gegner weiß, es gibt diese Karte und er denkt daran, kann er auch versuchen, so zu spielen, dass die Karte halt nicht gut ist. Und das mag ich bei Karten. Wenn es immer noch, wenn es Karten gibt, um die man herumspielen kann. Und um die Karte kann man grundsätzlich herumspielen. In vielen Fällen wahrscheinlich, ne? Coole Karte, gefällt mir. Ob sie stark ist, wie stark sie ist, werden wir sehen, aber sie gefällt mir gut. So, kommen wir zu einem Spell. Quasar Cachet. Draw a weapon, give it +1/+1. Ja. Draw a weapon Karten wurden bisher nicht so richtig geil gespielt, beim Krieger zumindest. Also der Schurke hatte mal eine Draw a weapon Karte, die wurde dann aber auch genervt. Dann war sie nicht mehr so gut. Aber der Krieger hatte auch schon Karten. Es gab mal eine Karte, die kostete 2 Mana und die hat 2 Waffen gezogen. Die kostet jetzt 2 Mana, zieht nur eine Waffe. Aber dafür bufft sie sie +1/+1. Das kann natürlich tatsächlich. Ja, weil ich meine, was hast du von 2 Waffen? Ja, was willst du mit 2 Waffen? Du kannst eh nur einen. Du kannst eine anlegen, dann ist die andere auf jeden Fall 2, 3 Turns auf der Hand. Das heißt, eine Karte, die 2 Waffen zieht, ist erstmal eigentlich unnütz. Aber eine Waffe ziehen und die dann buffen. Und gerade je nach Effekt, zum Beispiel der Anker. Der Anker würde jetzt wieder, hätte wieder 3, hätte wieder 3 Auflage. Das heißt, der Anker wäre wieder besser. Du könntest wieder 3 Piraten mit dem Anker ziehen. Ja, also ich weiß es nicht, man wird sehen, es ist schwierig zu sagen, wie gut sie wirklich ist, aber allgemein, ich denke, die Karte ist besser als die Seelenschmiede. Ich glaube, die Karte hieß Seelenschmiede und die zog 2 Waffen. Und ich denke, die Karte hier ist besser, einfach weil eine Waffe ziehen normalerweise reicht. Du kannst eh nur eine anlegen und die ist dann gebufft und das ist auf jeden Fall besser als, 2 Waffen ziehen. Also ja, ich bin gespannt, es kommt darauf an, ob auch das, ich meine, du könntest auch das Bollwerk von Azinot ziehen, ne? Das hätte dann 2-5er-Stats. Erstmal mit 2-5 kann man vielleicht auch mal selber angreifen. Das heißt, man hat selber mal die Möglichkeit anzugreifen. Und du hast noch einen. Und du hältst einen Hit mehr. Also selbst mit dem Bollwerk kombinierbar. Ja, also sagen wir mal, du spielst Kontrollvorri. Und der Kontrollvorri spielt das Bollwerk und diese Waffe. Wobei, jetzt bin ich gerade nicht sicher. Fällt die Waffe raus? Ich glaube nicht, ne? Die Waffe, dass wenn man einen Diener angreift, und der greift einen anderen Diener. Ich glaube, die müsste drin bleiben. Die müsste drin bleiben. Das heißt, du spielst das Bollwerk und du spielst diese Waffe, die 2 Diener sich gegenseitig angreifen lässt. Dann hast du 2 Waffen im Deck, die gut sind. Dann könnte man die Karte vielleicht sogar schon im Kontrollvorri spielen. Oder in einem Highlander-Vorri. Mal schauen. So, Bloodboil Brute. Wash costs one less for each damaged minion. Ich denke, die Karte ist großartig. Sie hat also 7 Mana, 6, 8 Wash. Also im schlechtesten Fall hast du einen 7-Mana 6-8er Wash. Das ist gut. Oder was heißt gut, aber ist okay, oder? Also ist völlig okay. So, jetzt ist ein Diener, ein einziger Diener hat Schaden genommen. Zack, kostet das Ding 6 Mana. 2 Diener haben Schaden genommen, kostet das Ding 5 Mana. Und es zählt deine eigenen und die vom Gegner. Also die vom Gegner und deine eigenen. Das heißt, das ganze Feld zählt. Und das Ding wird dauernd 4, 5 oder 6 Mana kosten. Das Ding kostet vielleicht sogar mal 2, 3 Mana, aber du wirst es dauernd für 5 Mana spielen können oder für 4 vielleicht sogar. Und dann hast du für 4 oder 5 Mana einen 6, 8er Wash-Diener. Großartige Karte. Keine Frage, glaube ich. Großartig. Ja, richtig gut. Wir hatten im schlechtesten Fall immer noch keine schlechte Karte und im Bestfall meistens wird sie 4, 5 Mana kosten wahrscheinlich. Gerade wenn du selber dein Deck so ein bisschen, auch hier mit dem Challenger hier oben, der jemanden tradet, selber Schaden bekommt mit dem vielen Leben. Auch das ist schon eine Kombination so ein bisschen. Ja. Der Scrap Golem. Taunt Death Rattle. Gain Armor equal to this minion's attack. Also, die Karte ist okay. Die Karte ist der Apfelbaum. Die Karte ist exakt der Apfelbaum kostete 5 Mana, hatte 4 5er Stats und halte ich für 5. Die Karte kostet 5 Mana, hat 4 5er Stats. Und gibt dir 5 Rüstung. Es ist exakt der Apfelbaum, nur einen Ticken besser, weil Rüstung geht auch, wenn du 30 Leben hast. Also Rüstung geht immer. Rüstung hat Kombinationspotenzial. Also du kannst Schildschlag mit Rüstung spielen. Es gibt also ein oder zwei Karten, die mit Rüstung
wo Rüstung Sinn macht. Das heißt, Rüstung ist besser als Leben. Insofern, es ist genau der Apfelbaum, nur dass es Rüstung ist, also noch ein bisschen besser. Und theoretisch, wenn du es schaffst, diesen Diener zu buffen, ja, also wenn du es schaffst, dass der hier mehr Angriff hat, dann würdest du dich ja sogar noch mehr heilen. Also es ist ein leicht besserer Apfelbaum. Ob der Krieger im Normalfall, also ob der Krieger jetzt einen leicht besseren Apfelbaum spielt, weiß ich nicht. Der Apfelbaum war auch jetzt in Control-Voridex nicht drin. Es ist ein Mech, aber dass es ein Mech ist, ist recht uninteressant, weil es gibt die ganzen Mechs, also die besten Mechs fallen alle raus. Ja, die besten Mechs fallen raus, Dr. Boom fällt raus. Insofern, dass es ein Mech ist, ist tatsächlich warm, wäre mal total interessant gewesen, ist jetzt nicht mehr wirklich interessant. Ja. Also die Karte ist gut, die Karte ist völlig solide. Ob es reicht, sie zu spielen, wird man sehen, aber sie ist auf jeden Fall jetzt keine Granate oder kein Highlight. Aber sie ist völlig okay. Ob das dann wirklich reicht, wird man sehen. So, dann haben wir hier die nächste okay Karte. Sword and Board. Ein Mana. Deal 2 Damage, gain 2 Armor. Ja, das ist so ein Klassiker irgendwie. Tut nicht weh, ist schön, dass es sie gibt, stört aber auch nicht. Und ich glaube nicht, dass das eine Karte ist, die so stark ist, dass man, also, dass man einen Deckslot für sie verschwenden möchte. Das ist eine Karte, die bekommst du aus dem 5-Mana-Drachen. Ja, der 5-Mana-3-5er-Drache, der dir 1-Mana-Spells gibt, die bekommst du da raus. Und denkst dir, ach ja, ist ja ganz nett, kann ich hier einen Diener traden, krieg 2 Armor. Ja. Zum Beispiel. Oder das ist eine Karte, die man aus einem Spell-Lecky bekommt und man braucht genau die 2 Damage und kann sich dann noch um 2 heilen. Ach ja, mache ich, komm. Kann ich direkt noch spielen und ist ganz nett. Und ganz vielleicht könnte sie ein Highlander Worry vielleicht einmal spielen, weil er halt eh nur jede Karte einmal spielen kann. Und er hat irgendwie diesen einen Slot und das ist eine ganz gute Early-Game-Karte. Vielleicht packt er sie einmal rein. Aber ich glaube, das ist keine Karte, die so stark ist, dass du dafür einen Deckslot verschwendest. Die kriegst du hin und wieder mal random. Dann ist sie ganz nett, dann ist sie ganz süß. Aber nicht, dass man sie groß selber spielt, denke ich. Mal schauen. Ist nichts Aufregendes, ist aber auch nicht total schlecht. Ich meine, man muss mal drüber nachdenken. Ich meine, man spielt Smite. Man spielt beim Priester zum Beispiel Smite jetzt. Und Smite macht 3 Schaden für einen Mana. Die macht 2 Schaden, halte ich um 2. Also, die Karte ist wirklich in Ordnung. Die ist völlig in Ordnung und man wird sehen, ob es aber reicht, um ins Deck zu kommen. Das hängt halt davon ab, wie viele gute andere Karten der Krieger hat. Ja. Battlecry, if there is a damaged minion, gain plus one and rush. Für 3 Mana. Also ein 3 Mana. Also normalerweise 3 Mana, 3, 3. Das ist okay. Tut, also ist auch in Ordnung. Und mit Effekten 3 Mana, 4, 4er mit Rush. Das ist dann sehr, sehr gut. Ja, ist eine gute Karte. Wie gesagt, weil, es ist deswegen eine gute Karte, weil die Karte auch so ganz okay ist. Du kannst einen 3 Mana, 3, 3er kannst du spielen. Wenn du Turn 3 hast, du hast nichts anderes. Spielst du die halt für Tempo und es ist in Ordnung. Es ist jetzt nicht, dass du denken musst, es ist ja total Kacke. Jetzt ist wie oft hast du einen Damage-Diener, Turn 1, Turn 2, Turn 3? Das hängt von deinem Deck ab. Wenn du ein Midrange-Deck spielst und du hast 1, 2, 3, 4, 1 Mana-Diener und du hast ein paar 2 Mana-Diener, dann ist die Chance, dass einer davon vielleicht. Oder du hast den Armor-Smith, ja, hier Armor-Schmieden, die hat 1, 4er Stats, ja. Dass die einen Trade machen kann und noch lebt, ist zum Beispiel auch riesig. Oder du coinst Turn 2, das sind 1-10er, das sind Challenger, das sind 1-10er, den wir eben hatten. Den coinst du Turn 2, tradest damit, der lebt noch, hat Damage und du spielst Turn 3 dann die. Also, Karte ist grundsolide, der Effekt ist nice, wenn er hochgeht. Ich denke, du wirst sie besonders in einem Deck spielen, wo du halt auch 2, 3, 4 Diener hast, die 2-3 Mana kosten, womit du das dann auch aktivieren kannst. Ist auf jeden Fall keine schlechte Karte, weil sie so grundsolide ist und der Effekt ist halt dann noch richtig nice. Ja. Und gerade in einem Deck, auch da zum Beispiel, ich bin mir nicht sicher, ob man sie in einem Control-Worry spielen würde, wo man die ersten 1, 2, 3 Turns auf nichts macht. Aber in einem Midrange-Worry, Tempo-Worry, wo man Turn 1, Turn 2 Diener spielt, da wird man sie dann auf jeden Fall spielen, denke ich. Und dann haben wir natürlich noch den Dormant-Diener für den Worry. Auch der ist Dormant for 2 turns, when this awakens, equip a 3-2-Axe.
Ich kann diese Dortmund-Diener nicht einschätzen, Leute. Also, ich meine, man kann jetzt ganz fies sein und sagen, es ist halt eine 3-Mana. Also, wenn du die Karte Turn 1 spielst, kriegst du die Waffe Turn 3. Und dann ist es eine Turn 3er Fiery War Axe. Spielt irgendein Mensch eine 3-Mana Fiery War Axe? Nein, spielt kein Mensch. Keine Sau spielt eine 3-Mana Fiery War Axe. Und im besten Fall ist es das plus 2 Zweier Stats. Macht das einen Unterschied? Ja, macht einen Unterschied. Aber den musst du auch erstmal Turn 1 haben. Ja, wenn du den Turn 3 oder 4 oder 5 ziehst, dann ist es ein 1-Mana-Diener, der 2 Turns lang nichts macht und dir dann eine Fiery War Axe equipped. Also diese Karte ist Turn 1. Wenn du sie immer Turn 1 hättest, okay, dann würde sie gespielt werden. Da du dir aber nicht sicher bist, dass du die Turn 1 hast und sie ein ziemlich schlechtes Top-Deck ist und selbst Turn 4 oder 5 schon eine ziemlich schlechte Karte ist, bin ich mir wirklich nicht sicher. Also sie ist sehr, sehr langsam. Der Effekt ist nicht spielgewinnend. Und wie gesagt, das ist eine Fiery War Axe, die kann man sowieso für 3 Mana spielen. Und dann kriegst du halt im besten Fall, ja, kriegst du 2 Zweier-Stats dazu, wenn du sie Turn 1 spielst, was natürlich dann okay ist. Also wenn es einen Diener geben würde, der 3 Mana kostet, mit 2 Zweier-Stats und equip a Fiery War Axe, dann würdest du die Karte vielleicht spielen. Aber mit diesem Dormant-Dings hier für 1 Mana, wenn du sie dann topdeckst und dann dauert es 2 Turns, bis du sie bekommst. Ich bin skeptisch, weiß nicht. Die Karte ist auf jeden Fall kein Knaller, würde ich sagen. Die ganzen Dormant-Karten sind irgendwie ziemlich lahm. Also, das ist die eine Sache, wo ich mir nicht sicher bin. Entweder ich liege völlig falsch und schätze die völlig falsch ein. Und wir sehen, in jedem Deck sehen wir die Dormant-Karten, weil sie so stark sind. Aber ich glaube bisher, dass die wenigsten davon gespielt werden. Also, die wenigsten gefallen mir richtig gut. Ich kann ja mal ganz schnell, also der vom Krieger, den finde ich ziemlich schlecht. Der vom Warlock. Den vom Warlock sehe ich im Zulok. Hat der Schamane gar keinen? Der Schamane hat gar keinen. What? Ach, warte mal, der Schurke hat auch keinen. Okay, ich dachte, jede Klasse hätte einen. Der Priester, den sehe ich, bin ich mir auch nicht ganz sicher. Ist auch nicht so toll. Hier, der vom Magier mit den 2 Damage ist auch, glaube ich, irgendwie seltsamer Effekt. Finde ich auch nicht so geil. Hier ist der vom Hunter mit dem 5, finde ich auch nicht so geil. Hier, der vom Druiden wird mit. Also der vom Druiden, da sehe ich Kombo-Potenzial. Ja, da sehe ich Kombo-Potenzial. Ja gut, Demon Hunter habe ich nicht. Der vom Demon Hunter ist, glaube ich, ganz nice. Ja, Demon Hunter ist, glaube ich, ziemlich gut, aber da, die habe ich ja noch nicht gemacht. Ja, also bisher finde ich der vom Druiden ist ganz nett für Kombos. Und der vom Warlock ist, denke ich, ganz nice für Zulox. Okay, aber wir waren beim Worry. Also Leute, an und für sich, das Worry-Set gefällt mir gut. Ich mag den Prime, ich mag das Bollwerk, ich mag den, ich finde Bladestorm lustig. Der hier ist stark. Also der Worry hat ein ganz gutes Set. Aber, kurze Anmerkung, der Worry verliert. Wir haben uns vor kurzem die Karten angeguckt, die rausgehen. Und ich habe ja schon gesagt, der Schamane verliert Shadowrock und der Schamane verliert Hagatha. Der Schamane verliert also richtig viel. Aber der Worry verliert auch so viel. Der Worry verliert Dr. Boom natürlich. Der Worry verliert alle Mechs und da waren gute Mechs dabei. Ja. Der Worry verliert seinen 1-2er, der einen Eiferdiener zieht. Also das typische Turn 1-Play, einen Eiferdiener ziehen, der ist weg. Der Worry verliert Warpath. Ja, Warpath ist weg. Der Worry verliert wirklich, wirklich. Ich würde sagen, der Worry ist ganz klar die Klasse, die am allermeisten verliert von den ganzen Karten, die in den Decks gespielt wurden. Also der Worry verliert wirklich viel. Er bekommt ein ganz gutes Set, aber es wird sich ja halt zeigen, ob dieses ganz gute Set reicht, um das, was rauszufällt, ansatzweise jetzt in der nächsten Erweiterung. Klar, mit der nächsten und übernächsten Erweiterung wird man dann gucken, was dann passiert. Dann kann es wieder sein, dass es dann alles wieder passt. Aber jetzt mit der nächsten Erweiterung, die jetzt kommt in ein paar Tagen, mit dem, was der Worry alles verliert und mit dem bisschen, was der Worry bekommt, auch wenn es ein ganz gutes Set ist, wird sich zeigen, ob das reicht und dass der Worry halt stark bleibt. Ja, Freunde, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich lade das jetzt direkt hoch, weil ich bin ein bisschen spät dran heute. Wir sehen uns zum nächsten Video hier auf YouTube oder natürlich auf Twitch, Birono91. Macht's gut, Freunde, und bis die Tage. Bleibt gesund.